Okay, letztes Let's Play für heute. Also die letzten 20 Minuten. Sind jetzt eh 1,5 Stunden statt. Nee, 2,5 Stunden statt 2 Stunden. Weil ich zu blöd bin, meine Let's Plays gescheit einzuteilen. It's okay. Nicht auf den Chat schauen. Während der Fahrt nicht. Was? Scheiße. Ich glaube, da hau ich mich gar nicht mehr rein. Da versuche ich nur abzuhauen. Kannst du mich bitte nicht stack wipen? Okay. Goodbye. Wir fliehen nun schlicht und einfach. Das hätten wir gemacht. 96% kann das mal mehr werden. Okay, die laufen jetzt gerade nach. Das ist ein bisschen unsympathisch. Küste wieder überfallen. Ich kann schon. Es ist zu lang. Ich kann nicht mehr reden. Geschweige denn vom Krieg führen. Es ist jetzt debattierbar, ob ich das jemals konnte, aber das wäre eine sehr gemeine Aussage. Okay, Manpower haben wir keine mehr. Aber ich meine, solange wir ein bisschen Land hier bekommen, sollte das alles nicht so schlimm sein. Tut euch da mal kurz alle zusammen. Vielleicht können wir die 18.000 killen. Okay, die 12.000 kommen runter. Oh, der ist gelockt. Stack white. Ja, whatever. Lasst mich doch in Ruhe. Verdammte omanische Separatisten. Das geht sich nicht aus. Wie geht sich denn das bitte nicht aus? Mann, hey. Die waren gerade erst gelockt zu dem Zeitpunkt. Wann komme ich an? 12. Das ist schon wieder Berge, gell? Fuck it, wir machen das jetzt. Diesmal erwische ich sie wenigstens alleine. Berge sind halt trotzdem unangenehm. Okay. Schlacht gewonnen. Zumindest. Ist ja mal was. Sie sind schon rot, 38. Was könnte ich mir jetzt nur, wenn man mal drüber reden will? Was könnte ich mir denn so holen mit dem? Ich will mir definitiv die drei holen. Okay, das könnte ich ja easy. Mehr wird er mir nicht geben. Also zumindest nicht viel mehr. Wir könnten uns mit 100 zu holen. Und so in der Art. Das wäre schon nett. Ah, eigentlich will ich ja den Osmanen den Weg abschneiden. Warte mal kurz. Die beiden hätte ich gerne. Da bräuchten wir aber schon ziemlich viel Prozent dafür. Ich finde wenig ungeduldig zu sein. Bin ich ungeduldig. Es ist nur lang hintereinander. Ich bin es nicht gewöhnt. Ich nehme meistens nur so, also wenn ich Let's Play, nehme ich höchstens so 3, 4 Folgen. Außer es ist gerade, es rennt gerade hintereinander auf. Angebot für Staatsseher aus Marokko. Unterdrückt die Rebellen. Was? Ja, krieg halt deine blöde Autonomie hier. Mir ist ja schon alles egal. Ich habe überall Rebellen. Und die tun so, als wenn sie noch überhaupt nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt, obwohl ich ja ein halbes Land bereits besetze hier. Nur weil sie irgendwelche blöden Verbündeten haben, die niemanden interessieren. In Wahrheit. Aber sie meinen scheinbar, es interessiert irgendwen. Ja, ich brauche noch 9.000 und habe keine Manpower mehr. Noise. Jetzt fangen die da von hinten schon wieder mit ihren Blödsinn an. Solange ich die Forts behalte, ist es halb so schlimm. Trotzdem halt nervig ein bisschen. Okay, ihr könnt jetzt mal, nachdem ihr das hier erobert habt, könnt ihr mal in die Richtung herunter. Dann versuchen wir doch nochmal die, Befehlshaber ist gestorben. Könnt ihr mal aufhören, könnt ihr bitte nach dem Krieg, bis auf nach dem Krieg warten mit sterben, das wäre irgendwie sehr nett. Oh, wir haben 74, kann ich mal entscheiden? 74 Army Tradition, das? Okay, wir machen noch einen. Spiel, gell, du wissen, wenn wir nichts mit über 4 oder sowas geben. Diese omanischen Rebellen hier unten. Ist das wenigstens alles, was sie haben? Bleibt's einmal stehen und chillt. Holy fuck, sind das viele Truppen von ihnen mittlerweile. In dem Fall laufe ich, glaube ich, lieber wieder weg. Es ist sogar leicht spät, dass ich da auf die Idee komme, wieder wegzulaufen. Laufen sie wieder weg. Ich weiß nicht, wieso sie Angst vor mir haben, aber bitte. Mir soll es recht sein. 41%.
Ich meine, ich kann doch einfach vorbereiten, sie jetzt schwächen und sie für den nächsten. Wobei, das kostet mich ewig viel Warscore. Sie alle ihre Bündnisse brechen zu lassen, meine ich. Weil dann verbünden sie sich gleich mit den Osmanen, wetten? Also, ich meine, die drei Sachen will ich auf alle Fälle haben. Wenn ich dazu noch sage: Verträge annullieren. Wer von euch ist Mazandran? Ist wahrscheinlich das Schlimmste. Mit Mazandran. Ging sich sogar aus. Oder ich mache einfach noch ein bisschen weiter. Ich habe das War Goal und wie viel tickt da noch? 11 mehr kriegen wir noch dafür. Welche beiden da unten? Das da? Das ist eine bodenlose Frechheit. Aha. Das ist natürlich kein Berg. Das einzige depperte Fort irgendwo, das kein Berg ist. Okay, komm mal da hin. Und du komm auch mal da hin. Wir versuchen die gemeinsam zu killen, wenn es geht. Ja, die wollen schon wieder laufen. Sind leider nicht ganz so blöd. Wie sie aussehen! Wollt ihr jetzt da oben stänkern kommen? Kann das sein? Brennt sie deswegen gerade darüber? Miklav hat auch noch. Wieso heißt sie alle mit Love da? Was habt ihr mit euren Loves und Lans? Mamelucken, das ist ein gescheiter Name. Ehrfurcht einflößend. Die Rebellen, ja, ich verstehe, die Rebellen. Ja, jetzt sind sie wenigstens wieder im Jemen. Soll mir recht sein. Die haben ihren Schaden schon angerichtet. Ich weigere mich schlicht und einfach jedes Mal Jemens Müll rausbringen zu müssen. Sollen sie die zwei Provinzen bei mir siegen und jetzt mach du mal was hier. Kommt jetzt wahnsinnig überraschend. Das ist wieder Berg natürlich, selbstverständlich, was sonst? Jetzt habe ich dann aber irgendwann mal alle Bergforts, glaube ich. Soll es wenigstens ein bisschen brauchen, bis du bei ihnen bist. 43%, was ist das schon wieder ein Militärtyp, der gestorben ist? Okay, sie haben es aufgegeben. Wunderbar, du kannst wieder dahin, du bleibst hier stehen. Ah, wir sind mit Bekehren fertig. Wunderbar, dann bekehr doch gleich mal weiter. So, und wer ist jetzt gestorben eigentlich hier? Du. Steuernahme plus 10%, das kann nicht schaden. Gibt's jetzt gleich wieder Schlägerei, oder was? Nein, okay. Ich meine, die werden nicht weit gelaufen sein. Jetzt gibt's gleich wieder Schlägerei. Diesmal gehe ich aber gleich mit und du kommst auch gleich daher. Und wir machen hier mal wieder das, was sich Schiff Consolidate nennt. Wir haben langsam keine Frontlinie mehr, ist das Problem. Und natürlich, die Kanonen sind nicht so angeschlagen wie der Rest von meinen Truppen. Jetzt kommen die 16.000 auch noch hinten rein, aber ich komme auch noch gleich dazu. 8.000 nochmal dazu. Jetzt kommen sie echt mit allem hergerannt. Und da gibt es noch irgendwo Kara. Wo waren das jetzt schon wieder? Okay, macht's nie was. Ist es überhaupt noch romanisch? Okay, das ist romanisch. Das ist schon noch viel. Okay, das ist das Letzte, was romanisch ist. Und wie nah dran seid ihr eigentlich eure. Wo sehe ich das? Fortschritt, nicht Fortschritt bis zum nächsten Aufstand, sondern wie viel Rebellensieg. Aha, ihr dürft jetzt gar nicht keinen Rebellensieg haben, oder was? Okay, wir hätten es nochmal hingekriegt, aber. Wie viel fehlt uns jetzt schon am Manpower? 26.000. Noch was geholt. Mittlerweile auf 57. Ich meine, es sind schwere Geburten. That's for sure. Ja, die Rebellen. Ich weiß eh. Ist die Rebellen hier Grenzen über. Im wahrsten Sinne des Wortes. Grenzen überschreiten ohne Ende. Make Love and War, das hört sich jetzt mehr so nach Crusader Kings 2 an, muss ich sagen. Vielleicht doch Frieden machen mit dir, du Gremlin, du Blöder. Okay, das würde mir geben. Zumindest das mal ein bisschen nerven. Und ist da das drin? Ja, da ist das drin. Geld kriegen wir auch. Könnte schlimmer sein. Okay, das kriegen wir natürlich nicht mehr.
Prima auch nicht. Klar, ich bin zufrieden damit. Schön Machtprojektion, wenn wir auch kriegen. Machtprojektion bekomme ich. Und wir haben einen 12-jährigen Waffenstillstand. Fein. So. Nächster Tagesordnungspunkt. Hey, ihr Scheißkinder hier unten. Krieg ist vorbei. Der große Mameluke ist nicht mehr abgelenkt. Okay, wie viele Darlehen habe ich? 2, ist gar nicht so schlimm. Die Manpower ist das Schlimmste. Du bist immer noch einfach viel zu mächtig, oder? Dass ich dir. Na, mittlerweile könnte ich dir Land geben. Geben wir euch mal ein bisschen was. Man soll ja schließlich nicht so sein. Emire, 111 Provinzen. Wo haben wir 111 Provinzen? Da hatten wir doch einen Haufen, die ich dann nicht den Ulema geben wollte. Das ist aber Seide, das wollte ich. Da mal Fisch 111 Provinz. Das hört sich nach Emire an für mich. Geht sie noch mehr Fisch essen, das ist gesund, dann geht sie nicht so schnell drauf und ist jetzt eigentlich Krieger, das ist das gut für mich. Gebe ich hier gerade Centers of Trades her? Weil. Habe ich das schon in dem hergegeben? Kann ich mir gut vorstellen. Nein, Wahnsinn. Das Zeug habe ich auch niemandem gegeben, oder? Oder gehört das, hat es von Anfang an irgendwie gehört. Kein Stand. Das gehört den Emiren. Das glaube ich nicht, Tim. Dafür kriegst du was anderes. Nicht aufregen, nicht aufregen. Alles ist gut. Alles ist gut. Kriegst gleich was anderes dafür. Was soll das? Das ist. Was? Also, Hauptstadtbund. Ich dachte kurz, das ist überhaupt kein Staat. Dachte mir, wie kann man Hauptstadt kein Staat sein? Jetzt gehen uns vielleicht dann doch wieder die 111 Provinzen aus. Also, das kann ich dir gerade nicht geben, oder was? Weil es erobert wurde. 4-4-4 hat aber auch. 1-2-1 mit Rain ist irgendwie auch nicht so wichtig. Jetzt sind wir aber immer noch erst auf 9. Hey, Gott sei Dank, hier ist wieder anspruchsvoll. 2-2-2 mit Grain. Yo, wir haben es geschafft. Okay, cool. Was haben wir hier noch so? 3-2-2 habe ich dir schon gegeben. 3-3-2. Sure. Okay. Wenn alle wieder glücklich. Wunderbar. Das ist ja das, was mir am wichtigsten ist. Ein echter Herrscher für das Volk. Ich habe euch eingesagt, ihr sollt da runtergehen. Könnt ihr bitte in dem Fall alle da runtergehen? Ja, jetzt haben wir uns gegenseitig gerivalt. Aber ich habe mir mal eine geile Machtprojektion von dir geholt. Nächsten Krieg wollen wir uns. Ja, ich weiß schon. Nächsten Krieg wollen wir uns das Zeug hier unten holen, damit sie uns hier nicht mehr so abschneiden können. Weil es war ziemlich nervig. Wenn man ehrlich ist. By the way. Wir werden das nächstes Mal schnell hier meine Festungen stilllegen. Damit das alles nicht mehr so stark ins Geld geht. Es hat aber Leute gekostet, ja, das stimmt. Teilweise durch die. Keine Ahnung. Was hat Leute. Nichts hat. Das sind ein paar Märtyrer, sind in den Himmel gefahren, aber ansonsten ist hier nichts Schlimmes passiert. So. Du gehst jetzt da. Also geht's. Geht's. Tut's euch zusammen mal. Ich weiß. Attrition und so, keine gute Idee. Okay. Sicher nicht. Jo. Und ab geht's. So, nachdem wir das doch das Problem von Jemen für Jemen gelöst hätten, in unserer riesengroßen Güte und Freundlichkeit, kommt sie jetzt mal wieder da nach oben. Ihr tut's das zurücksiegen und dafür brauchen wir nicht mehr wirklich eine Army Maintenance. Weil ihr hier eh nicht verstärken könnt. Das Zeug mal zurückgeholt, kriegen natürlich schön fett Nationalismus dafür auch noch. Nur damit es richtig Spaß macht. Und eben dann, wenn wir da wieder einen Haufen Rebellen haben, nicht wahr? Ja, wie schnell geht das mit dem Korn? Dauert noch ein bisschen. Es wäre nett, wenn ihr damit fertig werden könntet, bevor die Rebellen da oben wieder schlagen werden.
Kein Respekt gegenüber Deutschen? Also bitte, wer könnte mir das vorwerfen? Wenn es etwas gibt, das jeder über Österreicher weiß, ist, dass wir unsere Piefken lieben. Belagerung von Maskat. Jo, du gehst jetzt darüber. Du gehst dahin. Okay. Alles ist okay, glaube ich zumindest. Du gehst da, wir tun uns hier wieder zusammen. Wir haben 464. Karten werden zurückgezahlt, selbstverständlich. Wir sind schließlich ein gutes Land und zahlen unsere Schulden. Sollte uns wieder beliebt machen bei den Deutschen. Ich weiß nicht, was los ist. Die Toskana berichtet das Konzil von Albenga. Inos sagt mir, dass mir das völlig egal ist, das gute Konzil von Albenga. Du bist im Krieg und nicht mit mir. Schön, mit Novgorod, Polen, Moldawien, Litauen und Pommern. Oh, fuck, sie gewinnen. Deutschland sagen, was hast du jetzt von deiner blöden Allianz mit Moskau? Aber sie scheint ihn leider nicht besonders zu stören. Okay, 374 Männer erreichen die Einheit pro Monat gerade. Es wird ein bisschen dauern, bis ich unsere Armee wieder erholt habe. Hatte ich so das dumpfe Gefühl. 60 bräuchten wir eigentlich. Aber jetzt wird eh wieder ein bisschen gechillt. Dafür machen wir ganz gut Geld. Jetzt, nachdem ich drauf gekommen bin, wieder, dass man seine Vorzieher ausschalten kann. Weil vielleicht positiv beim nächsten Mal, wenn es mir auffallen würde, vor dem letzten Viertel des Let's Play, also des Livestreams oder so. Ein 30er Gutshof. 48 ist nicht schlecht. 36. 48 hätten wir da. Und Römer ist 2, produziert den. Das ist Neapel. Kuss. Keine Händler überboten. Naja, wir machen das so. Heretiker auslöschen, um Frieden zu stiften? Was ist das? Das hat sich ein bisschen nach eher brutalen Methoden angehört. Beatles ist nun Teil unseres Besitzes. Wonderful. Und da haben wir ja schon einen Start gemacht. Also sollte das alles schön Start werden gleich. Ja, das wollte ich gerade noch nachschauen. Ey, unser Militär ist auf ziemlich viel Professionalität. Ich könnte natürlich drillen. Ich weiß nicht, ob das einen Verschleiß an Männern bringt. Kernprovinz. Wonderful. Damit können wir jetzt eigentlich wirklich aufhören. Finde ich. Ich glaube, wir machen mal keinen Fokus für den Moment. Wir hätten uns sogar vielleicht einen Admin-Fokus holen können, wegen den Admin-Ideas, die wir gerade machen. Wenn man Darlehen verlängert, oh nein! Ja, waren Bayern, das sind die da oben. Das ist okay. Waffenstillstand mit Nogai beendet. Wir müssen jetzt aber, bevor wir an irgendetwas wie Krieg auch nur denken, was wir sowieso nie tun würden, wenn nicht so viele bösartige, kriegsgeile andere Länder auf dieser Welt uns quasi nötigen, sie anzugreifen. Wir werden jetzt ganz viel Frieden halten. Wir kriegen wieder was. Markus, später. Kara ist nicht mehr ein gültiger Rivale, wir haben sie nur ein bisschen zurechtgestutzt, wir haben uns nicht mehr viel geholt. Nicht mehr gültiger Rivale. Also wir wechseln uns einfach zwischen Äthiopien und Kara die ganze Zeit, fein. Ich habe Kara noch nicht mal im Bargut gehabt. Ups. Hey, Äthiopien. Embargo. Ah, jetzt kann ich mal den Kredit nicht zurückzahlen. Was für ein Riesenkredit. Handelsliga aufgelöst.
Ey, wir haben 3800 Manpower, unsere Rekrutenreserve geht ja schon fast über. Achso, eine Idee könnte ich mir auch holen. Wir warten trotzdem noch ein bisschen. Bis wir da uns ziemlich viel rausholen können. Kanonenfutter. Verzahn erhält plus 15% Freiheitsstreben. Weißt du, was Verzahn ist? Ist mir ziemlich völlig wurscht. Immer her damit. Wir scheinen leert sich unser Land ziemlich und eine sehr wichtige Ressource fehlt. Kanonenfutter. Keine Sorge. Wenn uns diese Ressource fehlt, hat bestimmt einer unserer Untertanen genug Frischfleisch für die Schlachtfelder. Sollten wir ihre Knechtschaft forcieren, wenn sie nicht besonders erfreut. Doch es ist nun mal der Lauf der Dinge. Finde ich auch. Man sollte den natürlichen Lauf der Dinge nicht ändern. Habe ich jetzt aufs Richtige geklickt? Yo. Job, Gummibaum. Ist manchmal schwerer, als man denkt. So. Denke, das ist jetzt aber ein gutes Ende hier. Wir haben den Krieg gewonnen. Wir haben noch ein bisschen Männer zwangsrekrutiert. Es gibt gleich einen Rebellenaufstand, den ich nicht ausstehen kann. Wir brauchen noch. Nur noch 13.000? Und ich habe 10.000. Ey, wir sind fast auf einer Bilanz von 0 gerade. In Sachen Rekrutenreserve. Nicht schlecht, okay, wir machen auch Geld. Gefällt mir sehr gut. Das heißt, zuerst mal an die lieben Leute, die beim Let's Play zugeschaut haben. Ich hoffe, wir haben es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, vielleicht auch beim Livestream. Baba.